Das Wasser nervt halt unglaublich. Ah! Nein, ich hab's hinterher gezündet! Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Und mir graut es wirklich, auf den Server zu gehen. Dann lässt es haut mal Fragen an Hashtag FragEarly. Ja, ich habe da so ein bisschen Beef in der Konfi gehabt. Und es hieß nur von einer gewissen Person, ja, du wolltest einen Curry über dein Grundstück. Und wenn dem wirklich so ist, denn, Leute, wird in dieser Nuke, in dieser Folge, ich will es gerade falsch rum sagen, in dieser Folge eine Nuke gezündet. Denn der Herr Basti Zock meinte, er hat eine Quarry auf meinem Grundstück aufgebaut und mein halbes Grundstück wurde bereits abgebaut. Wenn dem so ist, dann ist vorbei. Weil ich fange nicht nochmal von vorne an, weil dann ist ja wirklich alles weg. Und da habe ich keinen Bock drauf. Nö, wisst ihr Bescheid. So, aber wir kommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Mir graut gerade wirklich davor, ne? Also haben wir schon klar, dass hier nichts passiert ist. Aber nur dummes Geschwätz vom Basti. So. Wow. Wow. Euer Ernst. Ja, hier sind meine 64K-Platten. Die Herrschaften fanden es sehr lustig, mich zu trollen. Ich habe auf jeden Fall meine Festplatten wieder. Ah. Weißt du denn, so ein Tap-Tam deswegen, ne? Okay. Okay, so Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Wir müssen hier irgendwie das Loch stopfen und ich muss langsam anfangen vorzuproduzieren, denn ich bin jetzt übers Wochenende nochmal weg. Und ich bin auf einem, am Freitag auf einem Event von Jaguar. Auf einem Event von fucking Jaguar und darf für eine halbe Stunde einen fucking mega geilen Sportwagen fahren. Da freue ich mich schon mega drauf. Da freue ich mich schon wirklich mega drauf. Das wird mega cool, denke ich. Und ich bin mal echt gespannt. Ich bin noch nie einen wirklichen Sportwagen gefahren. Das schnellste Auto, was ich bis jetzt gefahren bin, ist halt mein Auto mit 150 PS. Aber so ein Jaguar F-Type mit 650 PS ist dann schon mal was anderes. Da ist halt extra ein Flugplatz gesperrt, wo man halt so eine halbe Stunde fahren kann und so. Das hat mir der Schlapperpanda hat das klar gemacht. Ich freue mich da wirklich drauf. Ich freue mich da wirklich, wirklich drauf. Und bin da echt mal gespannt. Es wird ganz cool, denke ich. Wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen was filmen. Und das wird ganz cool. Dann bin ich übers Wochenende, dann so sagen wir mal ein bisschen urlaubmäßig. Und da kann ich auch jetzt schon mal spoilern. Es wird am Wochenende sicherlich doch den ein oder anderen wuffigen Vlog geben, ja. Da seid mal gespannt. So, wir gehen jetzt einmal zum Basti. Es wird den ein oder anderen wuffigen Vlog geben. Dann macht euch mal keinen Stress. Hallo, was, wenn meine Festplatten wieder da sind? Ihr habt das, können wieder abreißen. So, dann kriegt der Herr nämlich seine Festplatten wieder. Zack, 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 zack. So, und seine 19 oder 9 TNT. 19 oder 9 TNT. Ich glaube, der hatte 9 TNT. Ein andere Kram hatte Dingens. So, hier, seine Rüstung kriegt er auch wieder. War doch, glaube ich, von ihm, ne? Ja, die war von ihm. So, und dann noch zu wenig. Da kriegt er nämlich sein TNT wieder. Da. Der hat das total gegen König Vollidiot. Nee, aber es wird am Wochenende vielleicht den einen oder anderen wuffigen Vlog kommen. Und es wird jetzt auf jeden Fall sich einiges, wirklich diesmal so nach Tokio ungefähr, wird sich jetzt endlich mal einiges ändern. Denn ich habe jetzt einen anderen Ablauf, was so YouTube angeht. Und ich bin da wirklich gespannt drauf und ich freue mich da auch drauf, weil ich habe halt, wie gesagt, einige Pläne und da freue ich mich wirklich darauf, die durchzuziehen. Veni, wo ist dein ME-System? Das ist hier oben, ich Vollidiot. Da. So, zack, TNT da rein. Haben wir da wieder zurückgegeben. Zack, nach Haus. Newton Park, liebe Leute. So, jetzt müssen wir nur das Industrial TNT loswerden. Die Frage ist nur, wie. Ich habe absolut keine Idee. Das können wir nämlich nicht abbauen. Wir könnten vielleicht versuchen. Das muss ich vielleicht hier eingeben, ich Idiot. Eine Dolly zu bauen. Vielleicht können wir das damit aufnehmen. Wie nimmt man denn generell Sachen mit der Dolly auf? Mit der rechten Maustaste oder was? Wie nimmt man denn mit der Dolly Sachen auf? Okay. Mit der rechten Maustaste. Nö, können wir damit nicht aufnehmen. Okay, Moment, 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 Moment. Dann brauchen wir den Experten hier. Items, mit der Dolly geht das nicht. Wie nehme ich jetzt Industrial TNT auf? Was habt ihr denn noch für Möglichkeiten in dem Modpack? Portalgun geht nicht, das haben wir schon mal rausgefunden. Nee, das hab ich ausprobiert.
Hast du beide Dollys versucht? Ja, ich habe die Diamond Dolly probiert direkt. Das funktioniert nicht. Wäre ja auch zu einfach. Wäre auch zu einfach. Du hast ein ME-System. Ja. Wie weit ist dein ME-System? Wie viel Kabel hast du? Hast du genug Kabel? Was soll ich denn machen? Mit den Trunnulation Plates kannst du Blöcke direkt ins System ziehen. Auf die, die zeigen. Wenn du die ich muss es kurz googeln. Ich kann dir das nicht buchstabieren, aber ich weiß, was ich meine. Applied Energy Sticks. Was sind das? Wie sehen die aus, die Dinger? Sind so Flächen, wie ähnlich wie die Storage Buses oder die Interfaces, die flachen, nur komplett schwarz oder animiert schwarz, so mit einem Balken, der durchläuft. Tunnel, Tugglebus, Terminal, Tunnel. Versuch's mal mit Annihilation. A-N-N-I-H. Formation, Identity, Annihilation, Import Bus, Ne, das ist es, oder? Identity Annihilation Plane. Identity Annihilation Plane? Warum? Warum Identity? Ah, so hier oben. Oh, das Ding ist ja simpel zu basteln. Was mache ich, wenn das CT dadurch ausgelöst wird? Also, normales TNT kann die definitiv. Da würde ich zur Sicherheit doch Wasser drüber klicken. Aber es gäbe keinen Grund, warum es ausgelöst werden sollte. Es sei denn, die Mod ist extra auch noch auf Applied Energistics abgestimmt. Wie funktioniert das denn? Ich kann das ja, wo bastel ich das an? An den Controller. So, da kommt das Kabel dran. Theoretisch. Ja. Wie viele Blöcke baut das denn ab? Den Block vor sich, bloß. Das heißt, wenn ich jetzt... Aber du kannst wieder was? Und Dirt, wenn wir den jetzt da hinbauen. Der ist direkt über dieses System. Ja. Der wird automatisch ins ME-System inhaliert. Jetzt nicht auf mehr. Doch. Das ist ja cool. Auch Items? Ja, damit kannst du coole Sachen machen. Zum Beispiel mit dem Draconic Evolution Grinder kannst du so die Items einfach einsammeln. Oder wenn du irgendwie eine Stelle hast, wo Sachen runterfallen durch eine Wasserstraße, kannst du die automatisch aufnehmen. Oder Cobblestone-Generator, würde auch funktionieren. Okay. Relativ coole Anwendungsmöglichkeiten dafür. Okay. Okay, kann ich Blöcke unter dem Industrial Tree TNT abbauen, ohne dass es explodiert? Bin ich mir nicht sicher. Das ist das Problem. Dann kurz mal. Alles. Ja. Ich mache jetzt einfach auf Risiko. Hey. Annihilation, da ist das Ding. Wir machen jetzt Risiko, Leute. Ich habe mega Angst, weil wenn das hochgeht, ist vorbei. Denn hier wird kein Zurück mehr. So, wir müssen einmal hier die Blöcke hier müssen wir nicht machen, Leute. Ich habe so eine Angst, da das Ding hier gleich hochgeht, weil dann ist vorbei. Kann ich nicht vielleicht sogar das TNT, sobald es ausgelöst ist, mit der Portal Gun vielleicht aufnehmen? Nein, da wirst du den Block darunter greifen, denke ich mal. Das glaube ich, wird nicht funktionieren. So, wir packen hier auf jeden Fall großflächig genug Wasser hin. Vorsicht. Das Problem ist, sobald eins explodiert, werden die anderen mitgezündet. Ja. Also ich sehe nirgendwo, dass es nicht gehen sollte eigentlich. Aber ich habe ein wenig starken Respekt davor. Ja, es ist halt, es ist TNT, das daraus darauf ausgelegt ist, dass es alles zerstört, was es betrifft, außerhalb von Dingen. Also es hat eine hundertprozentige Dropshows an Sachen, die stopp, zerstört werden können. Ich mach das nicht. Stopp. Gerade immer als der gerade den Block eingesaugt hat, hat er den Block theoretisch abgebaut. Es kam nämlich auch die Abbauanimation. Ich glaube, ein Block wird abgebaut und dann automatisch eingesammelt. Glaube ich. Oh. Mach ich denn jetzt? Kann das testen, aber da wird die Zeit nicht für reichen, denke ich mal. Ah. Pass auf, Leute, wir gehen jetzt. Wir disconnecten hier. Wir machen das jetzt anders. Wir gehen in den Singleplayer. Da testen wir jetzt rum. Hätte ich vielleicht früher probieren sollen, aber ich finde, so ist es in der Folge vielleicht noch ein bisschen interessanter. Und dann rumexperimentieren.
Ja, wir wussten ja nicht, dass und es nicht so, ne, nicht so langweilig. Oh ja, hier Industrial TNT, look, ich sag weg damit. So, wir haben hier Industrial TNT, ihr seht es hier, ne? So, wenn man hingeht, das klickt, seht ihr, zack, hier, mal das Boom. So habt ihr gesehen. So, die Frage ist jetzt, wie baut man das ab? Wir haben ja einmal, können wir einen Wassereimer nehmen. So, wenn wir hier jetzt ein bisschen Wasser haben, und hier ist das Industrial TNT drin haben, und das dann abbauen, was passiert dann? Gar nichts. Wir können es einfach im Wasser abbauen. Löst nicht auf? Macht keinen Schaden, kein nichts. Was mich aber trotzdem interessiert. ME. Wir machen das anders. Wir suchen hier rüber. Light Energistic, das ist ein Mechanism. Extra Cells. Welches Logo hat Applied Energistics? Weißt du das? Das neue Applied, weiß ich nicht, ne. Da kriegen wir alle getestet, Leute. Applied Energistics, da ist es. So, wir machen das ganz kurz, wir testen das ganz kurz. Wir brauchen einen ME Drive. Wir brauchen ein, eine Diskette. Wir brauchen einen ME Controller. Energie zu haben. Was ist das denn? Light Detecting Fixture. Okay. Wir brauchen eine Creative Storage Cell. Die nehmen wir mal mit. Wir nehmen auch gerade mal auch eine 64K Storage Cell. Ich weiß ja nie, ob wir die brauchen. Die Creative Storage Cells sind das Batals Storage Cells, oder nicht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das sind, um Räume zu speichern auf Disketten. Creative? Kannst du nicht für Items nehmen. Nee, die sind aber nur im Creative-Modus auch verfügbar. Die kannst du nicht bauen. Ja, die Creative sind Spartale-Zellen. Bedeutet, die sind dazu ausgelegt, komplette Räume mit den Pylonen. Also man kann ja theoretisch in einem 4x4-Haus 100 Räume haben mit Hilfe von Applied Energistics. Das sind diese Spartal-Zellen. So, Lux-Kabel, einem E-Terminal. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen irgendwo eher Energie. Und dafür nutzen wir einfach Wind Turbine. Gibt's keine Creative Energy Dinger? Keine Ahnung. So. Dann haben wir hier eine Windturbine hin. Dann haben wir noch ein paar mehr hin. Dann haben wir jetzt am E-Drive, die Controller. Hin, machen hier so. Machen hier das Terminal dran. Zack. Machen hier ein paar Festplatten rein. Dann haben wir auch Platz drin. Können wir es reinpacken. So. Von hier machen wir das Ding jetzt weg. Machen wir hier das Ding vor. So, was ist, wenn wir jetzt hingehen und das hier ranschließen und dann das da dran bauen? Es saugt auch das Industrial TNT ein. Aber das Industrial TNT landet nicht im ME-Terminal. Warum? Hat vielleicht eine Sekunde gebraucht. Ist immer noch nicht drin? Es landet einfach nicht im ME. Nee. Drive ist drin, andere landet nicht drin. Okay. Okay, haben wir getestet. Wir können es auch mit Wasser abbauen. Machen wir das auch. Wenn das jetzt nicht funktioniert, kriege ich einen Anfall, ne? So Singleplayer-World-Trolling. Ich hab so Angst, ne? Ich hab richtige Angst, Leute. Daumen drücken. Oh. Ich meine, das über dieses Annihilation-Ding. Flip. Das sind wir sonst so riskant. Du bist so richtige Pussy, Early Boy. Es tut mir leid, verzeiht mir. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Ja. Yep. Keine Miezekatzen im Elefantenlager. Was? Will aber dahin. Warum? Mag Elefanten. Die haben so große Rüssel. Ich auch. Du hast auch Elefanten lieb? Ja. Wegen ihren großen Rüsseln. Fuck it. Da soll das Ding nicht hin. Mann, ich baue die ganze Zeit die Erde darunter ab. Das ist voll kacke. Das Wasser nervt halt unglaublich. Ah! Nein, ich hab's TNT gezündet! Oh, es ist nichts passiert. Im Wasser. Ja. Heiliger.
Das wär's jetzt gewesen. Das wär's mit meinem Grundstück gewesen. Okay, wir scheißen jetzt drauf. Oh. 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 So. Das bauen wir auch noch ab. Dann machen wir das Loch wieder zu. So, zünden wir. Okay. Ja, bleib auch noch drin stehen, damit es auch gut Schaden gibt, du Vollidiot. Boom. So. Haben wir die Scheiße auch gezündet und jetzt sind wir glücklich. Oh Gott, ey. Oh, leck mir am Arsch, Leute. War das ein Gebrechen, ne? Und seht ihr? Wegen Basti komme ich nicht voran. Weißt du, ohne Scheiß, das letzte Video, ne? Die Kommentare, die ich da lesen durfte, von wegen, du Hurensohn, wegen dir endet das Projekt bald, weil du ständig mit einem Beef anfängst. Du Hurensohn, hör doch mal auf, Basti zu ärgern. Leute, ich habe nichts getan. Da habe ich etwas gemacht. Ich habe Bäume gepflanzt. Basti hat, wenn ihr ein paar Folgen zurückguckt, einen ganzen fucking Urwald bei mir gepflanzt, wo ich vier verdammte Folgen gebraucht habe, um diesen wieder abzubauen. Es ging nicht schneller, weil sie die Saplinge immer wieder aufgebaut haben. So, ich habe mich dafür nicht gerecht. Ich war so nett und habe es belassen dabei. Daraufhin, nachdem Skate bei mir war und mich getrollt hat, indem er diesen Riesenbaum gepflanzt hat, bin ich hingegangen und habe diesen Baum abgebaut. Habe mich dafür auch nicht gerecht. Dann ist Basti gekommen, hat so einen Baum bei mir gepflanzt. Hat das bei Weiß-Weiß auch gemacht. Dann sind Weiß-Weiß und ich hingegangen und haben bei Basti 4 Bäume oder 5 Bäume gepflanzt. Nachdem er das sogar bei jedem aus der Stadt fast gemacht hat. Und dafür ist dann der Dank, die Rache, weil ein Creeper bei ihm hochgegangen ist und ich TNT gesprengt habe, wo ein bisschen Gras kaputt gegangen ist, dass er so viel Industrial TNT bei mir sprengt und mir in der Konfi androht, beziehungsweise in der Konfi sagt, dass er mein komplettes Grundstück mit Ding jetzt abbaut. Nee. Ich glaube, was ist das für ein Portal? Ah, es geht. Oh, mal skaten Portal zu mir. Finde ich cool. Ich finde dich toll. Okay, Leute, wir sind aber trotzdem durch für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Däumchen nach oben gebt und wir uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wiedersehen. Ich würde mich da wirklich, wirklich, wirklich drüber freuen. Und dann würde ich sagen, Leute, wir haben das TNT erfolgreich entfernt. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich. Ich würde mich, wie gesagt, drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Brrmau. Oh, der Zaun, den er bauen sollte.